Sonntagabend, Zeit für Täter, Opfer, Polizei. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Ermittler hoffen wieder auf Ihre Hilfe bei der Aufklärung von Verbrechen in Berlin und Brandenburg. Und da geht es heute auch um diesen Fall. Ein Mann im Supermarkt. Erst holte einen Beutel aus seinem Kapuzenpullover und dann einen Revolver. Ein Räuber auf Beutezug. Und das sehr aggressiv und sehr bestimmt. Wir fahnden nach diesem Mann. Mehr dazu später in der Sendung. Doch zuerst ein Fall der 8. Mordkommission in Berlin. Alles begann mit einer Schießerei mitten in der Stadt. Am Ende gab es einen Toten und 4 Verletzte. Seit einem Jahr versuchen die Ermittler herauszufinden, wer da vor dem Tempodrom geschossen hat. Jetzt sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Hauptverdächtigen. Es sind diese Augen, die Zeugen nicht vergessen haben und den Mann beschreiben konnten, der für die tödlichen Schüsse verantwortlich sein soll. Am Tatort bis heute Zeichen der Erinnerung. Blumen und Kerzen vor dem Tempodrom in Berlin-Kreuzberg. Hier läuft vor einem Jahr am 14. Februar 2020 die Güldür Güldür Show, ein türkischsprachiges Comedy-Programm. Die Show läuft noch, als kurz vor 23 Uhr vor dem Tempodrom etwas Seltsames vor sich geht. Plötzlich gibt es eine Rangelei, die offenbar eskaliert. So die Ermittlungen der Berliner Polizei. An der Auseinandersetzung sollen rund 10 bis 20 Personen beteiligt gewesen sein. Es haben auch mehrere Personen geschossen. Fakt ist, dass ein Mann so viele Treffer abbekommen hat und so schwer verletzt wurde, dass er noch vor Ort verstorben ist. Hier Bilder kurz nach den Schüssen. Schwer bewaffnete Polizisten sichern den Tatort. Denn lange ist unklar, ob noch bewaffnete Täter in der Nähe sind, die erneut schießen könnten. Rettungskräfte kümmern sich um schockierte Besucher und Verletzte. Doch für einen 42-jährigen Mann kommt jede Hilfe zu spät. Ist er gezielt erschossen worden? Die Ermittler der 8. Mordkommission gehen derzeit davon aus, dass schon etwas geplant war, sich miteinander auseinanderzusetzen. Ob tatsächlich derjenige, der dann auch Opfer des Ganzen geworden ist, nun wirklich Ziel der Attacke war, dazu laufen die Ermittlungen nach wie vor. Auch wenn damals Spuren gesichert werden konnten vor dem Tempodrom und Zeugen befragt worden sind, es gibt noch viele offene Fragen in dem Fall. Deshalb bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Besonders interessiert sie sich für diesen Mann auf dem Phantombild. Er soll die tödlichen Schüsse abgegeben haben. Er soll eine sehr gepflegte Erscheinung gehabt haben, gebräunte Haut und einen sehr auffälligen Bart, einen eher dünnen Bart, der bis zu den Ohren hochging. Zudem war der Mann eher schick, eher formal gekleidet mit einer grauen Anzughose und einem grauen Mantel. Und wer hat hier am 14. Februar 2020 am Tempodrom etwas gesehen, das er noch nicht bei der Polizei gemeldet hat? Und wer weiß vielleicht mehr über die Flucht des Täters? Vom Tatort, dem Tempodrom, das zwischen Möckernstraße und Anhalter Bahnhof liegt, in Berlin-Kreuzberg. Verschwindet der Täter zu Fuß oder steigt er doch irgendwo in ein Auto? Wir suchen natürlich alle Zeugen, aber insbesondere sprechen wir hiermit auch Menschen aus der türkischen oder kurdischen Community an. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich um einen Konflikt zwischen Personen dieses Hintergrunds handeln könnte. Insofern gibt es durchaus die Möglichkeit, dass auch der von uns jetzt gesuchte Mann türkische oder kurdische Wurzeln haben könnte. Wer ist für die Schießerei verantwortlich, bei der 4 Männer verletzt wurden und ein 42-Jähriger sterben musste? Und vor allem, wer kennt diesen Mann, vermutlich auch mit türkischen oder kurdischen Wurzeln? Er ist etwa 1,80 Meter groß und machte einen sehr gepflegten Eindruck. Er soll in der Tat nachts eine dunkelgraue Anzughose und einen grauen Mantel getragen haben. Sein Alter ist relativ schwer zu schätzen. Die Ermittler gehen von 25 bis 40 Jahren aus. Wenn Sie helfen können, wenn Sie etwas über diesen Mann wissen oder über die Schießerei vor dem Tempodrom im Februar 2020, dann rufen Sie bitte die 8. Mordkommission in Berlin an unter Vorwahl 030. Und dann die 46 64 9 11, dreimal die 8 oder jede andere Polizeidienststelle.
Vor 4 Wochen hat uns hier ein anderes Tötungsverbrechen beschäftigt. Der Tod eines 17 Jahre alten Berliners. Er wurde im Volkspark Hasenheide überfallen und schwer verletzt und starb dann einige Tage später im Krankenhaus. Zuerst sah es so aus, als würden die Ermittlungen sich hier sehr schwierig gestalten. Doch jetzt konnten die mutmaßlichen Täter gefasst werden. Der Chef der 3. Mordkommission, Michael Hoffmann, und seine Kollegen haben nur 4 Wochen gebraucht, um den Fall zu klären. Die Ermittlungen führten letztlich zur Identifizierung von 4 Tatbeteiligten. 2 24-jährige Männer stehen im dringenden Tatverdacht, dem Opfer aufgelauert zu haben und es plötzlich angegriffen zu haben, um es dann mit einem schweren Gegenstand zu verletzen. Das Opfer, ein 17-jähriger Berliner, ist am Abend des 23. Januar in Berlin-Neukölln im Volkspark Hasenheide unterwegs. Plötzlich wird er von 2 Männern überfallen und zusammengeschlagen. Wie sich jetzt in den Ermittlungen herausgestellt hat, handelten beide Männer im Auftrag. Deshalb richten sich die Ermittlungen gegen 2 21-Jährige, das sind ein Mann und eine Frau. Diese stehen im Verdacht, die Tat beauftragt zu haben. Der Frau und dem Mann wird auch vorgeworfen, den Überfall geplant und vorbereitet zu haben. Die Tat dürfte sich nach unserer Erkenntnis so abgespielt haben, dass der 21-jährige Mann und die gleichaltrige Frau den 17-Jährigen in die Hasenheide bestellt haben für eine Aussprache. Hintergrund waren andauernde Streitereien zwischen dem 17-Jährigen und dem 21-jährigen Mann, die man dort klären wollte. In den Vernehmungen äußern sich weder die beiden Auftraggeber zu den Vorwürfen, noch die 2 Männer, die zugeschlagen haben sollen. Aber im Moment gehen wir jedoch davon aus, dass zielgerichtet die Tat genau so bestellt war. Ein Auftrag, den das Opfer mit seinem Leben bezahlte. Auch wenn das vielleicht nicht so geplant war. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich der Überfall als Mord dar. Wir gehen davon aus, dass die Tat für das Opfer völlig überraschend geschah. Es insofern arglos war und in der weiteren Folge dadurch wehrlos. Und das wäre ein Mordmerkmal in dieser Angelegenheit. Die 3 beschuldigten Männer haben Haftbefehle erhalten und sitzen mittlerweile hier in Berlin-Moabit in Untersuchungshaft. Einmal wegen Mordes und auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Tatbeteiligung der Frau muss noch weiter erhellt werden. Gegen diese erging bislang kein Haftbefehl. Die Ermittlungen dazu laufen weiter. Auf einen ähnlichen Fahndungserfolg hoffen die Ermittler auch im nächsten Fall. Er bringt uns zurück in den Sommer des vergangenen Jahres. Nach dem ersten Corona-Lockdown hatten die Hotels gerade wieder aufgemacht und freuten sich über jeden Gast, der kam. Doch auf den Mann, nach dem wir jetzt suchen, hätten die Mitarbeiter eines Hotels in Bazzaro ganz gern verzichtet. Der letzte Schliff. Alles soll perfekt sein, damit sich die Gäste irgendwann wieder wohlfühlen können. In einem Hotel in Bazzaro gibt es viel zu tun, auch im Büro. Dort ist ein Mitarbeiter mit Abrechnungen beschäftigt. Wahrscheinlich wird er dabei bereits beobachtet von einem Mann, der sich unbemerkt auf dem Hotelgelände bewegt. Gegen 15 Uhr verlässt der Mitarbeiter an jenem Dienstag kurz sein Büro. So erzählt er es später der Polizei. Nach seiner Erinnerung war die Tür geschlossen, aber nicht verschlossen. Auf diese Gelegenheit hat der Unbekannte nur gewartet. Er geht in das Büro und durchsucht die Taschen der Hotelangestellten, die dort stehen. In diesem Moment kommt der Mitarbeiter zurück, entdeckt den Mann und ist sich sicher, das ist ein Dieb. Deshalb hält der Mitarbeiter ihn fest, ruft um Hilfe. Plötzlich hat der Täter Reizgas in der Hand und greift damit an. Der Mann will fliehen. Dann reißt er sich los. Der Hotelmitarbeiter und sein Kollege folgen dem Mann, können ihn nicht einholen, sehen aber, dass er etwas verliert. Der Täter hat 2 silberne Schlüssel an einem Schlüsselbund verloren. Wichtig an diesem Schlüsselbund wäre der Anhänger, der nicht alltäglich ist, ein Laubfrosch. Über diesen Schlüsselanhänger hoffen wir, zum Tatverdächtigen zu finden. Erkennt jemand diesen Schlüsselanhänger? Der gesuchte Mann war vermutlich nicht zum ersten Mal auf Diebestour. Wahrscheinlich ist er ein Serientäter, der es wieder versuchen wird.
Um Dieben keine Gelegenheit zu bieten, rät die Polizei deshalb: Man sollte nie zu gutgläubig sein. Und egal, ob man sein Fahrzeug oder irgendeinen Raum nur für eine kurze Zeit verlässt, immer abschließen. Im Hotel von Bazzaro hat der Täter nicht nur versucht, Wertsachen zu stehlen, sondern auch eine Waffe eingesetzt: Reizgas. Die Polizei sucht nach ihm. Der Täter ist ca. 1,90 groß, von sehr massiver Gestalt. Und er muss irgendwie ein Bein nachgezogen haben. Möglicherweise hat er eine Fußverletzung. Er soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein, hatte kurzes blondes Haar und einen Dreitagebart. An dem Tag trug er ein blaues T-Shirt, khakifarbene Bermuda-Shorts und ein dunkles Basecap. Der Mann flüchtet am 18. August 2020 zunächst zu Fuß über die Seestraße in Richtung Hafen- und Lindenstraße bis zu diesem Parkplatz. Hier steigt er in ein Auto und fährt dann weiter in Richtung Wendeschrietz. Dann verliert sich seine Spur. Laut Zeugenaussagen fuhr er einen schwarzen Golf 4 mit polnischem Kennzeichen. Hier ein Vergleichsbild des Autos. Eine andere Spur zum Täter ist dieser Schlüsselbund, den er verliert. Er hat einen auffälligen Froschanhänger. Wer hat den schon einmal gesehen und weiß, wem er gehört? Möglicherweise wurde er auch jemandem gestohlen. Wenn Sie etwas dazu sagen können, rufen Sie bitte die Polizei Brandenburg an unter der Rufnummer 03361 56 80. Es sind schon merkwürdige Zeiten, auch für Straftäter. Vor Corona war es sehr verdächtig, wenn jemand mit einer Maske im Gesicht gesehen wurde. Heute ist es genau umgekehrt. Diese Umstellung scheint einigen ziemlich schwer zu fallen, wie unser Cartoon heute zeigt. Unser kurioser Fall der Woche. Kommissar Corona oder mit Maske wäre das nicht passiert. Dienstzeit ohne Vorkommnisse. Diese Meldung will der Beamte gerade durchgeben. Da sagt sein Kollege: Guck mal, am Supermarktparkplatz gibt es verdächtige Personenbewegungen. Fünf Gestalten nah beieinander, ohne Maske. Mit der Einhaltung der Hygienevorschriften hat das jedenfalls nichts zu tun. Fahr näher ran. Als ihr Streifenwagen auf Tuchfühlung geht mit der Fünfergruppe, haben es die Männer plötzlich sehr eilig. Die Beamten folgen dem Größten, der Markus heißt. Der bemerkt nichts von seinen Verfolgern und führt sie direkt in eine Kleingartenanlage. Dort warten schon wieder fünf oder sechs andere Männer, auch die ohne Maske. Als die beiden sich gerade auf zum Belehrungspirschgang machen, öffnet Markus vor seinen Gästen die Faust. Ab jetzt geht es für die Polizisten nicht mehr um Maskenpflicht. Nun geht es um einen richtigen Fall. Denn das in der Faust sind eindeutig Ecstasy-Pillen. Jetzt ist schnelles Eingreifen gefragt und nun bricht Panik aus unter den Kleingartengästen, die plötzlich alle schnell nach Hause müssen. Nur Markus bleibt zurück. Und eine Laube, in der die Beamten auf alles andere als Gartenware stoßen. Noch mehr Ecstasy-Pillen, Crystal Meth und. Das hebe ich doch alles nur für Bekannte auf, beteuert Markus vor Gericht. Diese Antwort kennt der Richter schon. Aus den Akten der 12 Vorstrafen, bei denen es auch immer mal wieder um Drogen ging. Markus zahlt gerade noch die letzte Geldstrafe ab. Trotzdem gibt der Richter ihm nochmal eine Chance der Freiheit. Die letzte. Ja, das heißt, wieder eine Geldstrafe für Markus. 70 Tagessätze à 30 Euro macht insgesamt 2.100 Euro wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Viel Geld für den 47 Jahre alten Arbeitslosen, zumal er noch eine alte Geldstrafe abzuzahlen hat. In der Fahndung Kompakt heute sucht die Polizei in Potsdam nach zwei Verdächtigen, die einen Mann zusammengeschlagen und verletzt haben. Und das völlig unvermittelt an einem Vormittag in Potsdam. Der Tatort war der Hauptbahnhof. Die Tatzeit, der 12. Juli 2020, ein Sonntag gegen 10.45 Uhr. Das Opfer hielt sich an der Rolltreppe zu den Gleisen 2 und 4 auf, wurde dann plötzlich angerempelt, angebrüllt und ins Gesicht geschlagen und dabei auch verletzt. Warum die beiden Täter losgeprügelt haben, ist völlig unklar. Das sind Aufnahmen der beiden Verdächtigen aus dem Bahnhof. Nach der Attacke sind sie zunächst aus dem Gebäude geflüchtet, dann aber noch einmal in einem Zug gesehen worden, der am Bahnsteig stand. Wem kommen die beiden jungen Männer bekannt vor?
Wer hat sie schon einmal gesehen, ob in Potsdam oder auch in anderen Orten? Und wo sind sie vielleicht noch mit Pöbeleien oder aggressivem Verhalten aufgefallen? Ihre Hinweise bitte an die Polizei in Potsdam unter Vorwahl 0331 und an die 55 080 oder an jede andere Polizeidienststelle. Und jetzt zu unserem nächsten Beitrag heute. Ein brutaler Überfall in einem Supermarkt in Berlin. Viel Beute ist ja bei solchen Taten nicht zu machen, aber das macht die Räuber nicht weniger gefährlich. Im Gegenteil. Immerhin gibt es in dieser Fahndung heute ganz gute Videoaufnahmen. Bilder der Überwachungskamera. Ein Mann mit hellem Pullover kommt in den Supermarkt. Erst holt er einen Stoffbeutel heraus. Dann eine Waffe. Eine andere Kamera zeigt, der Mann will zur Kasse. Und obwohl sich der Kassierer mit Kollegen unterhält, lässt sich der Täter nicht aufhalten. Er attackiert den Kassierer, droht mit der Waffe und fordert Geld. Als die anderen Supermarktangestellten die Waffe sehen, gehen sie auf Abstand, trauen sich nicht einzugreifen. Denn der Täter wirkt sehr entschlossen und aggressiv. Er zwingt den Kassierer, alle Geldscheine in den Stoffbeutel zu packen. Der andere Angestellte wagt nicht, dazwischen zu gehen, denn der Täter droht immer noch mit der Waffe. Der Überfall dauert nur knapp 30 Sekunden. Kriminaloberkommissarin Carmen Ruckmich und ihre Kollegen ermitteln in dem Fall, haben die Opfer befragt. Dabei erzählte der Kassierer, dass er wirklich sich gefühlt hat, als ob er tatsächlich in Lebensgefahr sich auch befindet. Also die Stimmung des Täters, die Aggression und auch die Bestimmtheit war sehr deutlich zu spüren. Der Täter wird den Supermarkt vor dem Überfall beobachtet haben, so die Ermittler. Vielleicht ist er jemandem aufgefallen. Hier in der Richardstraße in Berlin-Neukölln. Vor diesem Pennymarkt. Es ist 20.20 Uhr, als der Mann in den Laden kommt und von den Überwachungskameras erfasst wird. Bei seiner Geldforderung spricht er Deutsch. Laut Zeugenaussagen ist es so, dass der Täter mit Akzent beschrieben wurde. Ein Akzent, der im osteuropäischen Raum zu verorten ist, ohne dass man an der Stelle genauer sagen können, wo. Der Mann wird auf etwa 20 bis 30 Jahre alt geschätzt, ist ungefähr 1,90 Meter groß und kräftig, hat hellbraune Augen. Maskiert war er mit einer hellen Mund-Nasen-Bedeckung. An diesem 21. September 2020 trug er eine schwarze Adidas-Trainingshose, schwarze Nike-Turnschuhe mit weißen Sohlen und einen Kapuzenpullover. Es ist ein grauer Nike, sogenannter Hoodie, mit dem auch eine durchgehende Tasche einhergeht, wo er den Beutel und später auch die Schusswaffe herausnimmt. Der Stoffbeutel ist ein Beutel der Firma Penny und die Schusswaffe wird als silberfarbener Revolver beschrieben. In dessen Lauf der Kassierer an dem Abend schaut und um sein Leben fürchtet. Auch wenn unser Geschädigter hier keine sichtlichen Verletzungen erlitten hat, auf lange Sicht natürlich nicht abschätzbar ist, was die Menschen, die Geschädigten erleiden, die so eine Tat mitbekommen, miterleben. Und an der Stelle muss man einfach die Schwere der Tat noch mal rausstellen. Das ist eine schwere Raubtat. Die hier passiert im Süden von Berlin, im Bezirk Neukölln, in der Richardstraße. Nach dem Überfall verschwindet der Unbekannte in Richtung Böhmische Straße. Ist er dort gegen 20.30 Uhr in ein Auto gestiegen oder weiter zu Fuß geflüchtet? Wohnt er vielleicht in der Umgebung? Die Ermittler hoffen, diesem Mann jetzt auf die Spur zu kommen und bitten um ihre Mithilfe. Ganz konkret wünschen wir uns natürlich Hinweise über die Identität dieses Mannes. Hat ihn jemand schon mal gesehen im Nahbereich der Richardstraße, der Böhmischen Straße, des Gebietes, des Tatort-Nahbereichs? Kann jemand Angaben über seinen Aufenthalt machen? Für die Ermittler wirkt der Mann so, als würde er nicht zum ersten Mal jemanden mit einer Waffe bedrohen. An dieser Stelle möchten wir die Zuschauer natürlich auch anhalten und darum bitten, nicht selbstständig an den Täter heranzutreten. Er gilt als äußerst gefährlich, aggressiv in seinem Auftreten. Und wir würden darum bitten, die Polizei in jedem Falle zu verständigen, die sich dann um die weitere Angelegenheit kümmert, den Mann überprüft und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einleiten wird.
Also bitte Abstand halten, falls Sie diesem Mann begegnen, und sofort die Polizei informieren. Umso wichtiger sind jetzt auch Ihre Hinweise. Wer erkennt diesen Täter trotz der Maskierung? Er ist recht groß, etwa 1,90 Meter und kräftig. Die Angestellten im Supermarkt haben hellbraune Augen erkannt. Er könnte 20 bis 30 Jahre alt sein und er spricht Deutsch mit einem vermutlich osteuropäischen Akzent. Bewaffnet war er mit einem silberfarbenen Revolver. Das kann man hier ganz gut erkennen. Wenn Sie etwas über diesen Täter wissen oder sonst Hinweise zu dem Überfall in Neukölln haben, dann informieren Sie bitte die Polizei in Berlin unter Vorwahl 030. Dann die 4664 571 100. Ich wiederhole nochmal, 4664 571 100 oder jede andere Polizeidienststelle. Was hilft uns aus der Corona-Krise? Erstens impfen, impfen und nochmals impfen. Und zweitens testen, testen und nochmals testen. Da sind sich die allermeisten Experten einig. Doch leider hängen wir hier in Deutschland in vielem hinterher. Und da, wo Mangel herrscht, ist auch der Betrug nicht weit. Vorsicht, Tricktäter. Plötzlich stehen sie vor der Haustür. Männer, die angeblich vom mobilen Impfteam kommen und vermeintliche Impfungen anbieten. Es sind Betrüger, die Bargeld wollen und sich dabei auch noch in der Wohnung nach Wertsachen umschauen und zugreifen. Tricktäter nutzen die Corona-Krise ganz bewusst, so Sicherheitsexperte Jascha Wozniak. In jeder Art von Krise sind Menschen besonders anfällig für Betrügereien. Und gerade jetzt machen sie es Betrüger natürlich zunutze, den Mangel an Impfangeboten, an Impfstoffen natürlich zu Geld zu machen, indem sie mit den Angst und mit der Not der Menschen natürlich ihr Spielchen treiben und sie am Ende um ihr Geld bringen. Geld abzocken mit Corona. Das versuchen Betrüger auch auf anderem Wege. Denn aktuell suchen viele in der Region Corona-Selbsttests für zu Hause. Die sind erst seit 12 Tagen zugelassen und noch schwer zu bekommen. Bei der Suche im Internet stößt man jetzt zwar auf Angebote, doch nicht alle sind seriös. Immer öfter stecken sogenannte Fake-Shops dahinter. Gerade bei diesen Webseiten, da kommen ja absolute Profis zusammen. Es ist organisierte Kriminalität. Da sind Webdesigner, Programmierer, die da zusammenkommen, die basteln eine Seite. Da haben es also wirklich Leute schwer, das zu erkennen. Und die tappen in die Falle und am Ende ist das Geld weg. Sicherheitsexperten und Polizei warnen vor diesen Betrügern. Oft wirken die Seiten der Fake-Shops sehr professionell, wie diese Seite. Vom Testen für alle und von einer schnellen Lieferung ist da die Rede. Vermeintliche Kunden loben das Produkt. Seriös scheint auch, dass ich sehr viele Zahlungsmodalitäten habe. Am Ende muss ich aber per Vorkasse bezahlen. Und dann merke ich auch, dass das Geld ins Ausland geht. Und dann schon mal Obacht, das ist meistens Betrügerei. Denn ist das Geld erst mal ins Ausland überwiesen, ist es meist verloren. Doch kann man sich vor solchen Betrügern schützen? Vorsicht, wenn Vorkasse verlangt wird. Und? Man muss das selber auch mal googeln, die Seite. Vielleicht gibt es da eben schon Leute, die da was gesagt haben. Finger weg, Fake-Seite, ich bin schon drauf reingefallen. Man muss sich da ein bisschen Zeit nehmen. Doch was tun, wenn plötzlich jemand vor der Tür steht und vorgibt, vom mobilen Impfteam zu kommen? Lassen Sie keinen in Ihre Wohnung. Ja, lassen Sie die Tür zu an der Haustürschluss. Sollten Sie einen Verdachtsfall haben, dann rufen Sie bitte sofort die Polizei. Dafür sind Sie da. Kein Impfteam kommt einfach so vorbei. Und vor allem, die offiziellen Impfungen sind kostenlos. Ja, Jascha Wozniak hat es schon gesagt, auch hier gilt der alte Satz, lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung, den Sie nicht eingeladen haben, und sollten Sie sich von ungebetenen Gästen an der Wohnungstür bedrängt fühlen, rufen Sie laut um Hilfe und wenn notwendig auch die Polizei. So, und jetzt fehlt noch der Blick zurück auf die Fahndungsfälle heute in der Sendung. Hier noch einmal ganz kompakt alle wichtigen Fakten in der Zusammenfassung. Eine Schießerei vor dem Berliner Tempodrom. Mehrere Menschen werden verletzt. Ein 42-Jähriger stirbt. Für die tödlichen Schüsse soll dieser Mann verantwortlich sein. Auffällig bei ihm sein gepflegtes Aussehen. Wer kennt ihn? Und wer weiß, wer diese jungen Männer sind? Sie sollen am Potsdamer Hauptbahnhof einen Mann erst angerempelt und dann geschlagen haben. Sind die beiden auch anderswo mit ihrem aggressiven Verhalten aufgefallen? Wo sind sie jetzt? Gesucht wird auch dieser Mann. Mit einem silbernen Revolver bewaffnet überfällt er einen Supermarkt in Berlin-Neukölln. Er attackiert den Kassierer, fordert Geld und verschwindet damit. Wer ist der Mann mit dem grauen Kapuzenpullover?
Also vielleicht können Sie helfen. Die Ermittler warten jetzt auf Ihre Hinweise per Telefon, per E-Mail oder auch über die Online-Wache. Alle Kontakte, alle Fakten finden Sie noch einmal auf unserer Täter-Opfer-Polizei-Fahndungsseite. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wetter und den Nachrichten. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am nächsten Sonntag wieder mit neuen Fahndungsfällen. Bis dahin alles Gute. Achten Sie auf Ihr Handgepäck und gern auch auf unsere neue Podcast-Folge. Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Der RBB-Podcast über Kriminalfälle aus der Region. Dabei geht es Uwe Madel und seiner Journalistenkollegin Theresa Sickert um die Hintergründe der Verbrechen. In dieser Folge: In Berlin wird eine Barbesitzerin ermordet. Jemand erschießt sie in ihrer Wohnung. Raubmord oder Rache? Den Podcast finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek, im Netz auf rbb24.de oder auf den Seiten von inforadio.de sowie in den bekannten Podcast-Stores.